Hallo, liebe Kollegen, ich bin Pat und heute werden wir uns Besiege von Spiderling Games ein bisschen genauer anschauen. Wie ihr wisst, Summer Sale ist vorbei und es haben sich wieder einige Spiele auf den Stapel der Schande oder Pile of Shame, wie man ihn auch nennt, angesammelt. Und es wird Zeit, den ein bisschen abzu tragen. Und dazu habe ich mir gedacht, ich mache hier ein kleines Video, damit ihr hier auch dabei sein könnt. So, also Besiege heißt so viel wie belagern auf Deutsch und das trifft es eigentlich ganz gut. Es ist ein Early Access Game und für das, dass es eigentlich eine Alpha ist, ist das schon ziemlich gut. Ich habe es schon kurz ausprobiert. Ja, ich würde sagen, wir werden uns das hier jetzt mal genauer anschauen. Am Anfang dachte ich mir, aha, gibt es hier keine Menüführung oder wie auch immer dabei. Dabei ist dieser kleine Planet hier anscheinend das Menü. Und hier gibt es verschiedene Welten. Hier der erste Y und noch andere, die, wie man hier sieht, under construction sind, also nicht in Bearbeitung und später freigegeben werden. Ja, und hier ist zum Beispiel auch ein Kontinent oder Insel, den man im weiteren Spielverlauf freischalten kann. Gut, genug geredet. Wir würden hier jetzt mal anfangen in Y. So, und auf diesem Kontinent bzw. Insel, wie man immer dazu sagen möchte, gibt es hier einzelne Zonen, wo man sich vorarbeiten kann. Und natürlich fangen wir hier bei der Zone 1 an, damit wir hier genau einen Überblick bekommen, worin es hier überhaupt, wobei es hier überhaupt geht. Also bei diesem Spiel wird einem wirklich die Freiheit gelassen, alles zu tun, was man sich jetzt wünscht, beziehungsweise in Sandbox geben. Da kann man sich eigene Kreationen erschaffen von Belagerungsmaschinen und Zerstörungsmaschinen aus dem Mittelalter. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich mir das gekauft habe. Und ja, hier links sehen wir ein How-to-Build, so eine kleine Anleitung, damit dann der Einstieg hier erleichtert wird. Ja, ich würde sagen, ich baue hier ein bisschen das mal nach und schauen wir mal, was dabei herauskommt. Das sind hier eigentlich so Holzplanken, wie auch immer, wo man dann verschiedene Dinge, bewegliche Dinge wie Räder oder Kanonen oder Speere oder diverse Folterwerkzeuge oder ja, da kann man sich nach Lust und Laune austoben. Hier sind die Basics. Ich brauche hier mal ein motorisiertes Rad, damit man hier vom Platz kommt. Wir müssen von hier in dieses Haus donnern oder zerstören, wie auch immer. So, Räder hat schon mal. Place it to the ground, natürlich. Und mit dem Play-Zeichen verlässt man praktisch hier diese Konstruktion, den Konstruktionsstatus, wie auch immer, und wechselt in den Spielstatus. Und jetzt werde ich hier den armen Bauern die Hütte zerstören, wohl oder übel. Tut mir leid, das gehört zum Spiel. Gut, das war jetzt nicht so sonderlich aufregend, aber das wird schon noch. Gehört erste Zone. Success. Und hier gibt es noch grobe Statistiken, wie lange man gebraucht hat, um das Ziel zu erreichen, wie viele Blöcke man
verwendet hat und so weiter. Da kann man hier sich testen mit Freunden, wie auch immer. So sehen wir hier am effizientesten, am schnellsten war. Gut, ich würde sagen, nächste Zone. Gut, das sieht hier schon ein bisschen anspruchsvoller, wobei anspruchsvoller. Wir brauchen hier eine Erhöhung, dass wir hier diese Windmühle erreichen können. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt nicht aufregend. Ich würde sagen, ein paar Steher nach oben und ein Steher nach vorne. Oder zwei, ich weiß jetzt nicht genau, wie das weiterhin reingeht. Ja, und wir können das probieren. Es geht hier immer ums Probieren. Und wenn das mal nicht funktioniert, kann man sich wieder von vorne an anfangen, bis es dann endlich funktioniert. Wow! Aufpassen, dass wir nicht das Gleichgewicht verlieren. Schauen wir mal. Oi. Oi. Der armen Fail. Okay. Okay, das wird nichts. Ja. Aber ist egal, man kann ja hier immer wieder von vorne anfangen. Ich würde sagen, wir bauen da jetzt einmal ein. Mach das da wieder mal kleiner. Wir brauchen da irgendwie was zum Lenken. Da gibt es diesen Winkel, möchte ich sagen, mit dem man da den vorderen Teil eigentlich bewegen kann. So, schauen wir mal, ob das irgendwie funktioniert. Wie ich mir das vorstelle. Dann eigentlich vorne dasselbe wieder. Und hinter ein bisschen ein Gewicht drauf, dass wir nicht gleich umkippen. So, da schauen wir uns das an, ob das eine zu sperrig ist. Genau. Also mit links und rechts kann man hier diesen Winkel verstellen und eigentlich sich dann in die richtige Richtung bewegen. So, da schauen wir mal, ob wir das zusammenbringen. Okay. Ja, ist hat auch funktioniert. Irgendwie nicht so, wie man das vorgestellt habe, aber ist egal. Wichtig ist, dass das Ziel erreicht worden ist und man eine Zone weiterkommt. Wie das vonstatten geht, ist im Prinzip unerheblich. Viele Wege führen bekanntlich nach Rom. So. Gut. Dann können wir schon in die nächste Zone switchen. So, dann gibt es hier noch eine Beschreibung. In der Kamerasteuerung, ja, rechte Maustaste zum Betrachten. Hier kann man dann resetten zur Ausgangsposition. Mittelmaus kann man hier in alle Richtungen bewegen. Sehr schön. Und natürlich scrollen zum Rein- und Rauszoomen. So. Gut, das ist eigentlich auch selbsterklärend. So, zu dieser Map schauen wir mal. Was müssen wir da machen? Wir müssen diese Insignie oder diesen Bereich da vorne erreichen. Leider wird uns hier das Leben ein bisschen schwer gemacht, und zwar mit diesen Bomben, was auch immer das da ist. Die müssen wir hier umfahren. In dem Fall brauchen wir nicht wirklich so ein sperriges, klobiges Konstrukt wie dieses. Da genügt, wenn wir da irgendwie schmal durchkommen. Schmal und klein ist hier besser. Natürlich will ich wieder so ein Gelenk, dass wir hier ohne Probleme passieren können und uns durchschlängeln können. So, ich würde sagen, das wird schon reichen. Schauen wir mal, ob ich da recht habe. So, auf die Schof. Boah! Aha! Selbstmörderschof. Jawohl. Okay. Auch nicht schlecht.
Die machen da einen Suicidal. Suicide Kill. Ja, pass auf. Okay. Ja, das ist nicht meine Schuld. Die rennen mir einfach drei. Ich kann da gar nichts dagegen machen. Ist nicht meine Schuld. Ich kann leider nichts machen dagegen. Oh, okay. Das wird da ein bisschen eng werden. Ah, puh! Und da verbrennen wir gleich. Okay. Sind wir immer noch zu brat anscheinend. Aber ist ja wurscht. So, was ist das? Timescape. Das lassen wir jetzt einmal. Gut, ich glaube, wir müssen da noch dünner werden, dass wir da durchkommen. Kein Problem. Wie gesagt, es geht ums Lernen. Beziehungsweise ums effiziente Bauen. Jedes Level hat irgendeinen anderen Anspruch. In dem Fall kommt es nicht auf die Panzerung oder auf die Größe oder auf die Schnelligkeit. Da geht es um Wendigkeit. So, na. Sehr minimalistisch, aber ich glaube, mit dem werden wir mehr reißen. Jawohl. Aufpassen auf die Schaf. Dass die da keinen Blödsinn machen irgendwie. Die wollen mich da irgendwie abdrängen. Jawohl. Ups, Entschuldigung. Ah. So, da geht's weg, Schaf. Ja, genau. Das kommt davon. Jawohl, und wir sind schon da. Sehr schön. Sehr schön. Erledigt. 8 Blöcke nur verwendet. Jawohl. Höchst effizient. Und dann können wir schon in die nächste Zone. Okay. Oh, okay. Da müssen wir anscheinend durch die Mauer da. Die wird anscheinend beschützt von 6 Bogenschützen. Und dann hinter der Wand müssen wir ein kleines Gebäude an der Windmühle wieder zerstören. Also klein und groß. Okay. Na gut. Da werden wir mit unserem kleinen Wagel nicht wirklich was reißen. Da brauchen wir ein etwas Stärkeres und Größeres. So, ich würde sagen, ich mache mal den Unterbau, so ein Chassis oder irgendwas. Ja, hinten muss das eh nicht wirklich so geschützt sein, würde ich jetzt mal sagen. Ja, jetzt schauen wir uns mal die Menüs da an, was da Neues gibt. Da gibt es ein Large Wheel, jawohl. Das werden wir da nehmen, dass wir da drüber kommen. Ja, da ein bisschen zurück, dass wir da vorne mehr Platz haben. Wieder meinen beliebten Winkel. So, wie machen wir das am gescheitern? Tja, also ich bin gespannt, wann ihr das Spiel habt, da würde ich mich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, wie ihr das gelöst habt, die einzelnen. Beziehungsweise eure Videos verlinken, dass ich mir das anschauen kann. Vielleicht habt ihr das besser hingekriegt als ich. Das wird vermutlich auch so sein. Wie gesagt, da gibt es mehrere Möglichkeiten, um ans Ziel zu gelangen. So, ich glaube, das schaut schon halbwegs stabil aus. Gut, das ist ein bisschen fragil, sage ich jetzt einmal. Das ist dann nicht so optimal. So, diese Bombe da vorne macht noch einen Kopfschmerzen. Schauen wir mal, wie wir da durchkommen irgendwie. Und vor allem Dingen, sprengt es dann die Wand weg oder muss man die dann selber wegsprengen? Das ist die Frage. Wieder mal testen, damit irgendwas stabileren Viere zum Breschen. Was haben wir denn da alles? Ah, das ist dann fürs Katapult anscheinend. Ich glaube,
Das ist irgendwas Stabileres, jawohl. Metall. Ein Drill, jawohl. Das ist mir gleich. Ah, Cannon, jawohl. Cannon. Flamethrower, jawohl. Kannst du das auffackeln? Ah, gleich die Garde. So, damit C, muss ich mir merken. Ah, only one shot. Aha. Muss ich mir genau zielen, dass wir da treffen. Ah, ist ja korrekt ausgerichtet anscheinend. So, ich würde sagen, ich teste es da ganz einfach einmal, ob wir da überhaupt einmal. Wow, okay. Naja, das ist schon das Problem. Dass wir da vorne zu viel Gewicht haben. Wow, okay. Und da scheitern wir schon am eigenen Gewicht. Okay, das ist super optimal. Da würde ich sagen, wir lohnen da hinten ein bisschen mehr Gewicht auf. Upp, das sollte jetzt da nicht. Dann schauen wir mal, ob das da schon ausreicht. Wenn wir so da vier fahren. Jawohl. Jawohl, das passt schon mal. Dann schauen wir, ob wir das irgendwie treffen mit unserer Kanone. Puh! Jawohl, na super. Aber in den Rückstoß hat es nicht ausgehalten. Na, ist wurscht. Gut, das hätten wir mal weggesprengt. Und dann müssen wir da eigentlich nur mehr drüber kommen. Ich würde sagen, wegen dem Rückstoß von der Kanone, das tun wir irgendwie, das tue ich da irgendwie in der Mitte. Ich hoffe, das passt besser. Schauen wir mal, ob das den gewünschten Effekt erzielt. Oder ob das für die Wurst ist. So, da. Jawohl. Wir fliegen gleich mal ein paar Meter. So, aber wir haben es ausgehalten. Sehr gut. Jetzt schauen wir, ob wir da irgendwie durchkommen. Oh, jetzt gibt es geröstete Mandeln. So, ups. Ich glaube, wir sind da ein wenig zu tief. Müssen wir ein Kecher legen, das Gestell. Die Radeln. Jupp, das ist nicht so leibend. Gut, ist ja egal. Wir haben ja Zeit. Uns rennt nichts davon. So, mal den Radl noch montieren, dass wir da ein Kecher werden. Schauen wir, ob wir das irgendwie zusammenbringen. Gleich stabiler bauen. So. Jetzt sagen das da irgendwie in der Mitte. Oder ich mach gleich zwei auf jeder Seite. Jawohl. Da kann schon nichts mehr passieren im Normalfall. Hoffe ich zumindest. So, ich hoffe, das ist da genug Abstand. Hopp, unten. So, da. Schauen wir mal. Ah. Das steht da vorne an. Na, super. Okay. Kein Problem. Ein bisschen umdisponieren, das Ganze. Schauen wir, ob sie das jetzt ausgeht. Jawohl. Nein, dafür geht sie das nicht aus. Ja, stoi, da vorne. Egal. Das geht einmal. Kümmern wir uns um den Patienten. Ah, weißt du was, da mache ich ganz einfach. Da mache ich nur eine hin. Ups. Eine in der Mitte. Das wird sie hoffentlich auch tun. Gut, schauen wir mal, da drüber kommen jetzt. Was wird dann der Ground? So, dann pfeffern wir mal das weg. Sehr schön.
Na, das schaut schon besser aus. Weiter um. Und da fahren wir schon. So. Das irgendwie, ich weiß nicht, ob das das Beste ist mit diese Drillbohrer, wie auch immer man das nennen mag. Weil die tun da nicht wirklich. Die stehen auch da bei Seitenrahmen. Aber schauen wir mal, ja, drüber können wir da mal schon mal besser. Das ist sehr gut. Ah, aber jetzt da. Ah, shit, das war jetzt zu weit. Gut, wenn man zu weit einlenkt, bringen wir sie selber um. Gut. Das heißt, gibt es da für vorn irgendwas, wenn man das was gescheiter wegrahmen kann? Bomb, ne? Das ist nix. Na, ist egal, wir sind ja gut drüber gekommen. Jetzt brauchen wir nur für oben, dass wir die Windmühlen irgendwie erreichen. Jetzt sagen wir, bauen sie da einfach einmal so ein Stützenfeger, einen Überhang. Puh, geht das aus, glaubst du? Ja, muss sie ausgewandert, bauen wir so aus Sicherheitshalber noch drauf. Und ich hoffe, wir verlieren da jetzt nicht das Übergewicht. Wenn nicht, bauen wir da gleich ein bisschen. Wie ist das? Das ist sperrig. Hey, der Fuchs. Na wurscht. Aber ich hoffe, wir verlieren das jetzt nicht. Ah, jawohl. So, pfeifen wir das weg. Schaut ein wenig. Ja. Halbwegs sperrig aus, aber egal. Wahnsinn, Zweck. Puh, erfüllt. Ja, das wogelt schon halbwegs. Ah, da ist schon was angerissen. Shit. Mal schauen, ob wir da heil durchkommen. Hopp, hinten hat schon irgendwas angerissen. Aber das ist egal. Jawohl. So, jetzt aufpassen beim Lenken. Dass wir sie da nicht selber zerstören. Langsam. Oh. Das hat zu viel Power. Und jetzt schauen wir. Jawohl. Jawohl. Unbeschadet, mehr oder weniger erledigt. Sehr schön, gefällt mir. Ja, ich glaube, das lassen wir jetzt einmal fürs Anfang. Ich glaube, das ist einen guten Einblick, habt ihr gekriegt, was da die Idee dahinter ist hinter dem Spiel. Also mir gefällt es sehr gut, muss ich sagen. Und für das, dass das ein Early Access ist und irgendwie Alpha, habe ich jetzt bis jetzt noch keine Bugs gesehen irgendwo. Und ich finde, das haben sie super gemacht, irgendwie. Grafik. Passt auch, keine Ruckler irgendwie. Ich muss sagen, das haben super gekriegt, die Engine. Die Physik, das funktioniert, das verhält sich alles korrekt, darf ich mal sagen. Ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen und unterstützt den Entwickler, wenn es euch gefällt. Auf Steam gibt es das unter anderem. Ja. Ich sag danke fürs Zuschauen, das ist mein erstes Video gewesen und ich hoffe, es gefällt euch. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen und ihr könnt mir gerne Rückmeldungen schreiben und euch abonnieren, wenn ihr wollt. Und ich werde jetzt da natürlich meinen Pile of Shame, wie gesagt, weiter abarbeiten und da kommen immer neue Videos raus. Und würde mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Also, bis dahin! Bitte euch. Ciao.